Hallo meine Lieben, willkommen in der zweiten Staffel von Warum Klassik? Ich freue mich sehr, dass wir endlich wieder beisammen sind. Und es ist ja auch einiges passiert in Österreich und in der Welt, seit wir uns zuletzt gehört haben. Aber eigentlich passiert ja eh immer irgendwas. Und wenn was passiert, weiß man selten sofort, ob dieses Ereignis überhaupt in die Geschichte eingehen oder sogar das Weltgeschehen beeinflussen wird, wie der berühmte Schmetterlingsschlag, der zu einem Tornado führt. Aber auch umgekehrt ist es total interessant, wie politische und gesellschaftliche Umwälzungen, Revolutionen oder Kriege sich auf ganz andere Bereiche auswirken können, zum Beispiel auf das Symphonieorchester. Und damit setzen wir unsere Reihe über die Geschichte des Orchesters fort, mit dem zweiten Teil namens What Happened Next? Und wir werden dabei teilweise weit ausholen müssen und auch bei der Frage landen, wer definiert eigentlich überhaupt, was Kunst und Kultur ist? Warum Klassik? Musik hören mit dem RSO Wien. Ihr erinnert euch an unseren Cliffhanger von Folge 5? Buddy Beethoven hängt jetzt seit fast 3 Monaten am Felsvorsprung. Er spürt seine Hände schon nicht mehr wirklich und fragt sich, ob er jemals wieder Klavier spielen können wird. Aber trotzdem stellt sich jetzt einmal noch mein heutiger Gesprächspartner vor. Hallo, mein Name ist Gernot Jöbsel. Ich bin seit 2010 zweiter Oboist und Englischhornist im RSO Wien, bin nebenbei auch zweiter Betriebsrat und freue mich, bei diesem Podcast dabei sein zu dürfen. Gernot ist ein ziemlicher Geschichte-Freak und dadurch, dass er außerdem Betriebsrat im RSO ist, ist er auch der perfekte Ansprechpartner für einige Themen, die heute auftauchen werden. Aber jetzt zurück zu Beethoven. Machen wir zuerst einmal Stundenwiederholung. Wer erinnert sich noch, wie das Orchester rund um 1800 ausgeschaut hat? Steffi? Markus? Nix? Na gut. Die Basis ist ein chorisch besetztes Streichorchester aus 5 Gruppen. Erste und zweite Geigen, Bratschen, Celli und Kontrabässe. Und dazu kommen Bläser, traditionellerweise in Paaren. Bei den Holzbläsern also 2 Flöten, 2 Oboen, 2 von diesen coolen neuen Klarinettendingern und unten 2 Fagotte. Und beim Blech 2 Hörner und 2 Trompeten, die noch keine Ventile haben, also nur was für Töne spielen können. Genau, Naturtöne, siehe Folge 3. Und dann gibt es noch Pauken, meistens auch 2, aber gespielt nur von einer Person. Ich weiß, das ist jetzt ein bisschen viel auf einmal und wir werden uns mit all diesen Klangfarben in einer anderen Folge auch noch näher beschäftigen. Aber das ist jetzt sozusagen der Status quo. Nur genau das war für Beethoven zu wenig. In manchen seiner Symphonien hat er zum Beispiel 3 Posaunen dazugenommen. Die haben ja den Vorteil, dass sie durch ihre Züge die Rohrlänge verändern können und deswegen nicht nur Naturtöne spielen müssen. Die gab es damals auch schon ewig, aber in Symphonien wurden sie bis dahin nie verwendet. Und auf seiner Suche, wie man die Klangmöglichkeiten vom Orchester noch mehr ausreizen kann, noch lauter, noch leiser, aber auch noch höher und noch tiefer, hat er 2 ganz besondere Holzblasinstrumente genommen. Die Piccolo-Flöte, das ist eine kleine Flöte in halber Länge, die 1 Oktave höher klingt als die normale Flöte. Und das Kontrafagott, ein Fagott, das doppelt so lang ist und deswegen 1 Oktave tiefer. Das ist übrigens das Instrument, das im RSO meistens ich spiele. In seiner 9. Symphonie hat Beethoven einen Marsch eingebaut, der fängt mit ganz tiefen Tönen im Kontrafagott an und dann spielt das Piccolo ganz, ganz oben die Melodie. Thank you.
Bei diesem Ausschnitt hat man aber auch noch eine andere Instrumentengruppe gehört, über die wir noch überhaupt nicht geredet haben. Nämlich die Schlaginstrumente. Die Pauken gab es ja wie gesagt schon vorher. Die hat sogar schon Monteverdi um 1600 für seine Opern verwendet. Aber hier waren auch Becken, Triangel und eine große Trommel zu hören. Und wo kommen die her? Naja, ganz genau ist es schwer zu sagen, weil es die verschiedensten Formen von Schlaginstrumenten natürlich auf der ganzen Welt gibt. Aber diese konkreten Bauformen kommen von der türkischen, also eigentlich osmanischen Militärmusik. Und die sind durch die vielen Kriege und Belagerungen, die die Osmanen geführt haben, in Mitteleuropa gelandet. Und natürlich waren die Komponisten fasziniert von dieser Musik, die so ganz anders geklungen hat und ungewohnte Tonleitern und Instrumente verwendet hat. Aber auch die europäischen Generäle fanden das toll, weil das osmanische Heer durch diese schnelle rhythmische Musik auch richtig aufgepeitscht und motiviert in die Schlachten gestürmt ist. Deswegen wurden diese Schlaginstrumente auch bei uns in den Militärkapellen aufgenommen und dann später auch ins klassische Orchester. Manche ältere Musiker nennen die Schlagwerkergruppe sogar türkische Abteilung. Das war früher eine ganz gängige Bezeichnung. Und die sind eben auch ursprünglich entweder zum Einsatz gekommen, wenn die Musik wie ein Militärmarsch klingen soll, so wie bei Beethoven jetzt gerade, aber auch grundsätzlich, um exotisches Kolorit zu erzeugen. Zum Beispiel, wenn eine Oper in der Türkei spielt, wie die Entführung aus dem Serail von Mozart. Und so kommen in jeder kleinsten Dorfblaskapelle türkische Souvenirs vor. Und die Osmanen sind Teil unserer sogenannten abendländischen Kultur geworden. Dünnes Eis vielleicht, aber Kultur, das ist ja auch so ein Begriff, der alles Mögliche heißen kann. Man kann damit einfach nur die Künste meinen, aber auch die Traditionen und Sitten eines Landes oder Volkes oder einer Religion. Das ist mir aber alles zu heikel. Und deswegen reden wir jetzt einfach von der Kunst. Aber wer definiert, was Kunst ist? Die Macht haben. Wenn deine Oper im Hoftheater gespielt wurde oder du die Sixtinische Kapelle ausmalen durftest, warst du Künstler. Michelangelo hätte ja nichts vorbringen können, wenn er nicht den Auftraggeber gehabt hätte, der ihm einfach die Ressourcen und die Mittel zur Verfügung gestellt hätte. Dasselbe Michelangelo irgendwo in einem Bergdorf hätte nichts vorbringen können, wo man heute sagen wird, boah, schau nach oben, ist das toll, ja. Genauso ist es mit jedem anderen Künstler oder auch mit einem Wissenschaftler, wenn er nicht die Ressourcen und die nötigen Grundlagen hat, um überhaupt tätig zu werden, um kreativ zu sein, dann wird es nichts. Und das Ganze muss getragen sein von einem großen Umfeld, ja, in dem er wirken kann. Und dieses Umfeld war eben über Jahrhunderte vom Adel und von der Kirche geprägt. Aber im Zeitalter der Aufklärung steigt der gebildete Europäer nach und nach aus dieser Hierarchie, die Kreuz und Krone vorgeben, und die adeligen Häupter verlieren Einfluss oder werden überhaupt komplett von den dazugehörigen Körpern abgetrennt und können sich teilweise sowieso keine Kunst mehr leisten, weil die Kriege gegen Napoleon so viel kosten. Also organisieren sich die Bürger selber ihre Kultur. Nehmt als Beispiel den Louvre. Ursprünglich war das ja der Palast des Königs. Aber nach der Französischen Revolution wurde er zu einem Museum umfunktioniert, wo sich jede Frau und jeder Mann Kunst anschauen können. Und ganz was Ähnliches ist in der Musik auch passiert. Damals gab es ja noch nicht einmal das Grammophon, und das Bedürfnis, zusammenzukommen, auch gesellschaftlich und gemeinsam Musik zu erleben, war schlichtweg vorhanden und auch sicher von einem Bürgertum auch gewollt, weil man sich ja davor und danach auch über andere Dinge, Geschäfte und so weiter austauschen können. Das heißt, man braucht auch große Konzertsäle, die unabhängig sind von Palästen oder Theatern, sozusagen ein Museum für Symphonien. Die Säle sind ja auch im 19. Jahrhundert neu gebaut worden, teilweise Musikverein, bestes Beispiel. Auch Gewandhaus hat zu der Zeit ein neues Gebäude bekommen. Gewandhaus, so heißt tatsächlich ein Konzertsaal in Leipzig. Vielleicht der Konzertsaal mit dem seltsamsten Namen der Welt. Aber wie kommt's dazu? Tatsächlich waren es eben dort die Kaufleute, die einen Konzertverein gegründet haben. Und da gab es eben das Gebäude, in dem die Tuchhändler ihre Sachen gelagert und gehandelt haben, eben das Gewandhaus. Und da war irgendwie, der Dachboden war irgendwie noch zu haben, und da könnten wir nicht Musik machen. Weil es gab in Leipzig
schon lange eine Tradition für Berufsmusik, aber es war nur eine Handvoll, mehr waren das nicht. Gut, also von Anfang an, wie war das mit den Berufsorchestern damals? Das Soli-Orchester damals, das war eine Zusammenkunft von sowohl Professionisten und auch Laien, die sich aber immer wieder einfach abgesprochen haben und sich gemeinsam getroffen haben. Ja. Das waren zuerst die Opernhäuser, Theater, waren, die hat es natürlich dann schon gegeben. Aber so, also rein nur symphonisches Orchester, nenne ich es jetzt einmal, das ist eben dann erst mit dem 19. Jahrhundert wirklich so etabliert worden. Und das ist natürlich eben schon vorher auch passiert, aber eben meistens im Privaten. Und dann hat es aber eben auch einen Zeitpunkt gegeben, wo sich das dann institutionalisiert hat, als zeitlich überdauernde Form, wo die gleichen Musiker einfach sich wieder treffen. Das war jetzt das Gewandhausorchester Leipzig mit einem Ausschnitt aus der dritten Symphonie von Anton Bruckner. Die Säle werden also größer und damit wächst auch die Größe des Orchesters. Vor allem bei den Streichern. Wir erinnern uns, Lully hatte mit seinen 24 Mann eine absolute Luxusgröße zu seiner Zeit, aber das ist nichts gegen die 50 bis 60 Streicher, die im 19. Jahrhundert üblich werden. Das heißt aber auch, man sitzt nicht mehr so nahe zusammen und hört einander nicht mehr so gut. Außerdem werden die Partituren immer komplizierter. Ihr ahnt es schon, die Situation schreit nach einer führenden Hand. Ja, einfach aufgrund von der anwachsenden Personenzahl her schon, ist es einfach notwendig, dass vorne ein Organisator, nenne ich jetzt einmal, steht, in Form eines Dirigenten, einer Dirigentin, die einfach die Musik auch bildhaft darstellen kann und nachvollziehbar macht für die Musiker, Übergänge voraus anzeigt. Dirigent als Beruf hat es ja nicht so richtig gegeben bis dahin, weil nämlich die Komponisten meistens eh selber mitgespielt haben. Die sind dann am Cembalo gesessen oder haben als Konzertmeister das Ganze angeführt. Aber jetzt passiert es immer öfter, dass Sachen gespielt werden, wo der Komponist schon tot ist. Ja, was für uns heute total normal ist, war damals was ganz Neues. Weil bis ca. 1800 wurde fast nur zeitgenössische Musik gespielt. Aber wie gesagt, durch diesen neuen bildungsbürgerlichen Zugang wird die Frage, was Kunst ist, neu bewertet und der Kulturbegriff wird jetzt plötzlich an gewisse Künstler und gewisse Kunstwerke geknüpft. Hamlet, Mona Lisa, Zauberflöte. Es entsteht der sogenannte Kanon, also eine Liste von Werken, die als herausragend und dauerhaft eingeschätzt werden. Das geht übrigens weiter bis heute. Der Herr der Ringe, Sgt. Pepper's Lonely Heart, Breaking Bad, das muss man alles kennen. Und das betrifft natürlich auch die Musik. Mozart wird nach seinem Tod weitergespielt. Und sogar alte Hadern von Bach werden ausgegraben und nach 100 Jahren wieder aufgeführt. Und das Publikum gewöhnt sich dran, im Konzert Sachen zu hören, die es schon kennt. Und das ist eigentlich bis heute so und das muss man auch nicht so super finden. Wenn man jetzt so sagt, man hat so einen Kanon von den Klassikern, die spielt man jetzt so von vorne bis hinten, von hinten nach vorne, das wirkt so ein bisschen auf, das ist die klassische Musik und die ist in sich abgeschlossen. Natürlich verstehe ich es auch, dass das Publikum wissen will, was es sich am Abend anhört und sagt, okay, zweite Brahms, ja super, das gefällt mir, da kaufen wir die Karte. Ja. Ja, ich persönlich bin eher der neugierige Typ. Und deswegen spielt der Gernot auch im RSO Wien, weil wir spielen nämlich hauptsächlich neue und weniger bekannte Sachen. Wenn es also bei uns, hat es eher einen Seltenheitswert, wenn mal eine Beethoven-Sinfonie auf den Spielplan kommt, dann spielen wir es auch mit Freude und mit Enthusiasmus, weil wir sagen, ach, endlich einmal. Und es nützt sich dann auch nicht so ab. In der Musik nennt man diesen Kanon übrigens Repertoire. Dieses Wort hat verschiedene Nuancen, aber gemeint sind immer mehr oder weniger alle Stücke, die eine Musikerin oder eine Gruppe drauf hat. Bei uns im Orchester kommt es sogar oft vor, dass sich Gastdirigenten beschweren, wenn ein Stück, das eigentlich Standardrepertoire ist, bei der ersten Probe noch gar nicht so gut geht. Und wenn sie dann erfahren, ja, wir haben das zum letzten Mal vor 15 Jahren gespielt, dann schauen sie.
das zum Beispiel, die Arlésienne Suite von Georges Bizet. Das spielen andere Orchester sicher öfter als wir. Aber ist euch auch aufgefallen, welches Instrument da jetzt die Melodie gespielt hat? Genau, ein Saxophon. Aber was macht ein Saxophon im Orchester? Beziehungsweise umgekehrt, warum gibt's eigentlich fast nie ein Saxophon im klassischen Symphonieorchester? Das Instrument wurde doch 1840 erfunden, lange bevor es Jazz- oder Popschnulzen gegeben hat. Und der Erfinder, Adolf Sax, ja, der hat wirklich so geheißen, der hat sich sehr bemüht, Komponisten und Orchester zu überzeugen. 50 Jahre vorher bei der Klarinette hat es ja auch funktioniert. Aber das ist eben das mit dem Repertoire. Wenn Mozart gesagt hat, cool, diese Klarinette, die gefällt mir, die nehme ich in meine nächste Symphonie mit rein, dann hat er das einfach gemacht. Aber jetzt gibt es plötzlich fixe Orchester in fixen Besetzungen. Okay, Orchester, was haben wir da? Erste Geigengruppe, zweite Geigengruppe, Cello, Kontrabass und die Bläser und that's it. Und an dem haltet man sich. Ja, da engagiert man vielleicht einmal einen dritten Flötisten dazu oder zwei zusätzliche Kontrabässe. Aber ein komplett neues Instrument wie das Saxophon dazunehmen, obwohl es im Repertoire ja überhaupt nicht vorkommt, lohnt sich das? Also rein wirtschaftlich, der hat ja dann die ganze Zeit nichts zu tun und muss trotzdem zahlt werden. Und das war's dann auch. Komponisten wie Bizet oder auch Maurice Ravel haben zwar immer wieder Saxophone besetzt und denen auch fantastische Musik geschrieben, aber trotzdem gibt's bis heute kaum ein Orchester, das fixe Stellen für dieses Instrument hat. Da werden dann meistens externe Spezialisten dafür engagiert. Das heißt aber nicht, dass die Suche nach neuen Orchesterfarben im 19. Jahrhundert zu Ende ist. Mit der industriellen Revolution wird ja auch die Verarbeitung von Metall und Holz weiterentwickelt. Und damit gibt es auch ganz neue Möglichkeiten für den Instrumentenbau. Die Blechbläser, die bis jetzt nur Naturtöne spielen konnten, bekommen jetzt endlich Ventile, also Tasten, mit denen sie ihr Rohr auf Knopfdruck verlängern und damit einen oder zwei Töne tiefer machen können. Und so können sie endlich die Lücken zwischen den Naturtönen füllen und alle Töne der verschiedensten Tonleitern spielen. Und das führt natürlich zu sehr geilen Melodien in Trompeten und Hörnern, so wie wir es vorher bei Bruckner gehört haben. Und bei den Holzbläsern? Flötisten können auch Piccolo spielen, Fagottisten auch Kontrafagott. Was geben denn die anderen Instrumente so her? Die Klarinette zum Beispiel. Die kommt in den verschiedensten Größen daher, am häufigsten wird die Bassklarinette verwendet. Die ist ungefähr in der gleichen Stimmlage wie ein Fagott, klingt aber halt eben ein bisschen anders. Jetzt von meiner Instrumentengruppe gesprochen, von den Oboen, da gibt es ja auch das Englischhorn. Das Englischhorn, und wie klingt das? Also zuerst zur Erinnerung die Oboe. Und wenn man die gleichen Töne am größeren Englischhorn spielt, dann klingen sie so. Kommt euch bekannt vor? Dieser warme, romantische Klang wird immer wieder in Film und Fernsehen verwendet. Und die Melodie selbst kann man auch oft in Werbungen hören. Die ist aber eigentlich von Antonin Dvořák. Seine epische Symphonie aus der Neuen Welt hatten wir ja schon in der ersten Folge. Das ist jetzt der berühmte langsame Satz daraus.
Diese sogenannten Nebeninstrumente, also die Piccoloflöte, das Englischhorn, das Kontrafagott, die werden meistens von den zweiten oder dritten Bläsern in einer Gruppe gespielt. Und in manchen Stücken muss man wirklich mehrmals hin und her wechseln auf offener Bühne. Manchmal ist das sogar stressiger als das Spielen selbst. Und ein Komponist, der diese Nebeninstrumente besonders gerne verwendet hat, war Richard Wagner. Bekannt für seine elendslangen Opern mit Helden, Göttinnen, Zwergen und Feen. Alle diese Figuren und Geschichten von ihm werden natürlich durch besonders abwechslungsreiche Klangfarben aus dem Orchestergraben noch bunter gemalt. Dabei muss man auch noch die Harfe erwähnen, über die habe ich noch gar nichts gesagt. Das holen wir aber sicher noch nach. Oder die Basstuba. Auch über die werden wir sogar in dieser Staffel bald mehr erfahren. Wagner war mit seinem Orchesterklang Vorbild für ganze Komponiergenerationen, von Bruckner bis Debussy. Und hat letztendlich auch entscheidend dazu beigetragen, wie die moderne orchestrale Filmmusik klingt. Das ist wieder mal so ein Treppenwitz der Orchestergeschichte. Wagner selbst war leider ein ziemlicher Antisemit und vielleicht wisst ihr auch schon, dass auch Adolf Hitler ein großer Verehrer von seinen teutonischen Opern war. Aber gerade unter Wagners Enkel- und Urenkelschülern gab es sehr viele Juden und einige davon haben dann in der Emigration seinen Sound nach Hollywood gebracht. Aber damit sind wir ja schon im 20. Jahrhundert und da wollte ich eigentlich erst im dritten Teil dieser Serie hin. Da wird es dann darum gehen, wie sich das mit dem Kanon und mit den Museen für Symphonien weiterentwickelt hat und darum, was elektronische Instrumente zum Orchesterklang beitragen können und natürlich um die unglaubliche Entwicklung des Schlagwerks. Im 20. Jahrhundert ist nämlich nichts mehr mit nur Marschmusik. Da kommen dann Instrumente aus der ganzen Welt dazu. Bongos und Tempelblocks und Marimbas, manchmal sogar auch Ölfässer oder Lastwagen-Stoßdämpferfedern. Ja, auch dieses Wort hat seinen Platz in einem Klassik-Podcast. Wenn ihr Fragen habt, Wünsche, Anregungen, Beschwerden, dann schreibt wie immer ein Mail an warumklassik@orf.at. Ihr könnt auch gern in den Shownotes schmökern auf der Seite vom RSO, rso.orf.at. Und ansonsten bleibt jetzt eigentlich nur noch Gernots Schlussmusik, die er perfekt ausgesucht hat. Wir hören da nämlich jetzt genau einige von diesen Errungenschaften des Orchesters, um die es heute ging. Der riesige Streicherapparat surrt, das Schlagwerk böllert, die Piccolo zwitschert und das Blech spielt Melodien und Akkorde mit allen Tönen, die das Herz begehrt. Dann wünsche ich mir heute noch einen kurzen Ausschnitt aus der 6. Symphonie von Piotr Ilitsch Tschaikowski, auch besser bekannt unter dem Namen Pathetik.